Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Look geschminkt habe. Den habt ihr euch gewünscht und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann würde ich sagen, bleibt dran. Bevor ich anfange, prime ich meinen Lid mit einem Paint Pot. Das ist der von MAC in der Farbe Soft Ochre. Den gebe ich mir komplett auf meinen Lid und ganz dicht an meinen unteren Wimpernkranz. Ich fange mit der Farbe Caramel an von der Anastasia Beverly Hills Amrazy Palette und die Farbe trage ich mit einem etwas fluffigen Blending Brush etwas über meiner Lidfalte auf und verblende das Ganze sorgfältig. Weiter geht's mit der Farbe Morocco, die verblende ich mit einem etwas kleineren Blending Brush direkt in meine Lidfalte. Damit sich beide Farben gut miteinander verbinden, verblende ich hier nochmal mit dem fluffigsten Pinsel, den ich habe. Als Highlight unter meiner Augenbraue trage ich die Farbe Vanille auf. Damit der grüne Lidschatten so toll wie möglich ausschaut, grundiere ich hier meinen Lid nochmal mit einem schwarzen Kajal, der super weich und einfach zu verblenden ist. Das ist hier der von MAC und zwar der Smolder. Den gebe ich komplett auf mein bewegliches Lid und verblende das Ganze sorgfältig. Kommen wir zum spaßigen Teil dieses Augen-Make-ups, nämlich die Farbe Grün. Das ist hier die Emerald-Farbe von der Anastasia Beverly Hills Palette. Ihr könnt natürlich jeden Grünton nehmen, den ihr zu Hause habt. Den gebe ich mit einem Synthetikpinsel auf mein bewegliches Lid auf. Da schaut alles noch nicht ganz perfekt aus, deswegen verblenden wir jetzt das Grün mit dem Rotbraun, damit wir saubere Übergänge haben, damit das Ganze nicht so kantig wirkt. Und hier nehme ich einen kleinen Blending Brush und verbinde das Ganze miteinander. Den schwarzen Kajal, den wir eben benutzt haben, benutzen wir jetzt nochmal und den gebe ich mir hier auf meine Wasserlinie. Hier nehme ich einen Flat Definer Brush, so heißt nämlich der Pinsel, den ich hier benutze, und damit verblende ich den schwarzen Kajal ganz dicht in meinen unteren Wimpernkranz ein, denn das ist die Grundierung für den grünen Lidschatten. Und auch hier trage ich den grünen Lidschatten ganz dicht an meinen unteren Wimpernkranz auf. Etwas Highlight darf nicht fehlen, hier nochmal die Farbe Vanilla an meinem Augeninnenwinkel. Ich werde mir jetzt einen Lidstrich ziehen mit dem Superliner von L'Oreal. Das ist jetzt nichts Krasses, nichts Dramatisches. Es ist einfach auch eine Grundierung für die falschen Wimpern, die ich mir gleich aufklebe, damit man einfach das schwarze Bändchen nicht sieht. Natürlich darf Mascara nicht fehlen. Hier der Rocket Volume Express von Maybelline und da tusche ich mir ein bisschen die Wimpern. Hier klebe ich mir die Wimpern auf, so dicht wie möglich an meine echten Wimpern. Das sind die von Ardell 102 Demi. Oh, ich liebe diese Wimpern. Ein bisschen Wärme fehlt mir an meinem unteren Wimpernkranz. Deswegen nehme ich die erste Farbe, die ich auch auf meinem oberen Lid benutzt habe. Und die Farbe verblende ich so ein bisschen mit dem Grün. Natürlich fülle ich meine Wimpern auf, hier mit dem Catrice Eyebrow Pencil. Die Augen schimmern natürlich ordentlich, deswegen möchte ich mein Teint so matt wie möglich halten. Hier nehme ich die Foundation von Chanel Perfection Lumiere und arbeite das Ganze sorgfältig in meine Haut ein. Weiter geht's mit Concealer. Hier nehme ich den von Anastasia Beverly Hills. Einige hatten danach gefragt. Den trage ich mit meinem Finger auf und arbeite das Ganze nochmal mit einem Beauty Blender nach. Der ist so ein bisschen schwer zu verarbeiten, deswegen nochmal der Beauty Blender. Und mit dem Concealer highlighte ich bestimmte Stellen in meinem Gesicht, so wie ihr sehen könnt. Und auch danach verblende ich das Ganze mit einem Beauty Blender. Hier nehme ich nochmal einen anderen Concealer, das ist der Studio Finish Concealer von MAC und damit versuche ich so ein bisschen meinen Pickel abzudecken, denn die Farbe ähnelt so ein bisschen meiner Haut. Den Concealer sette ich mit der Anastasia Beverly Hills Contour Palette mit der Farbe Banana. Für ein bisschen mehr Farbe soll die Farbe Java von der Anastasia Beverly Hills Contour Palette sorgen und die Farbe trage ich da auf, wo die Sonne mich ungefähr küssen würde. Als Konturfarbe nehme ich die Farbe Fawn und hier benutze ich übrigens den Eiter Brush von NARS, mit dem ich zurzeit am allerliebsten konturiere.
Mit derselben Farbe konturiere ich meine Nase, damit die so ein bisschen schmaler und kürzer wirkt. Was wäre dieser Look ohne Blush? Hier trage ich den Peaches von MAC auf. Den liebe ich übrigens auch sehr. Das ist einer meiner Lieblingsblushes und den trage ich direkt auf meinen Wangen auf. Das Ganze verblende ich noch mit einem Stippling Brush, damit ich den natürlichsten Effekt erreiche. Highlight darf natürlich nicht fehlen. Ich habe mich für den von MAC entschieden in der Farbe Soft and Gentle und den trage ich direkt auf meine Wangenknochen auf, ein bisschen unter meiner Augenbraue, und den Highlight auf meiner Nase gebe ich mir gerne mit meinem Finger auf und ein bisschen auf meine Nasenspitze. Der Look ist ja schon auffällig genug, hier nehme ich die neutralste Farbe, die ich habe, und trage diese auf meine Lippen auf. Das, meine Lieben, ist der fertige Look. Ich hoffe, dass er euch genauso gefällt wie mir. Ich persönlich liebe ihn. Und wenn ihr diesen Look nachschminkt, dann nutzt den Hashtag Hatice Schmidt auf Instagram. Ich freue mich auf eure Looks. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.